Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ja, ich habe gerade ein paar Upgrades gemacht, damit unsere Fässer ein bisschen mehr Platz haben. Habe hier noch Bäume fällen müssen, damit wir für die Upgrades genug Platz haben. Damit wir genug Upgrades haben, so rum. So, jetzt kann man gucken, hier sind 7 Slots frei. Wir müssen die hier reinmachen und die da. Die hier sind erstmal machen wir mal das Void Upgrade. Ja, das heißt, die Fässer können dann nicht mehr überlaufen. Ja. So. Davon haben wir 18 Stück hingebracht. Von denen hier leider nicht. Warum hat das jetzt geleckt? Davon fehlt uns noch eins. Wir können gerade mal gucken, ob die Baumfarm wieder soweit ist. Die hat uns schon einen guten Ertrag gebracht. Vor allem, weil wir da gerade auch einen Haufen Laub organisiert haben für unsere Erdproduktion. So, jetzt gucken wir gerade mal, eins von denen haben wir noch. Pistons haben wir auch noch 9. Das heißt, wir brauchen im Moment erstmal nur Fässer. Ups. Ich gucke jetzt mal, ob das reicht. Weil ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich eigentlich davon brauche. Ich hatte, glaube ich. Warte mal. Die sind alle belegt, nur dieses nicht. So. Alle können 256 Stacks fassen. Das ist sehr gut. Und dann habe ich mir noch gedacht, wir hauen hier mal den großen Macker raus. Machen uns dann noch ein paar Diamanthämmer. Was ist denn das? Ein Wetter Crystal. Okay. Sticks haben wir auch nicht mehr viele. Wir brauchen 3 Hammer, also 6 Hammer. Der hier läuft auch noch durch. So. 6 Stück von diesen. Damn. Bam, bam. Bam, boom. So. McFisto hat nämlich gemeint, damit ist die Produktion eigentlich völlig ausgelastet. Außerdem wollen wir noch hier mal unsere Energy Cell upgraden. Da läuft jetzt natürlich gleich der Strom leer. Dafür brauchen wir nämlich gar nicht viel. Habe ich festgestellt, um die Hardened Energy Cell zu machen. Brauchen wir bloß ein bisschen Invar. Was ich eigentlich dachte, was wir hier noch hätten. Nee. Das ist ein bisschen ungeschickt. Nickel oder Ferrous und Iron. In dieser Maschine gibt Invar. Richtig? Jawohl. Ein Invar habe ich noch gesehen. Irgendwo hier. Hardened Energy Cell. Die ist jetzt sogar noch richtig konfiguriert. Ich kann nämlich viel mehr RF ausgeben. Das heißt, unsere Energie, die hier ankommt, ist auch hoch genug, dass da nichts leer läuft. Und jetzt hauen wir hier mal durch.
Hier kommt genau dann wieder ein Dust an, wenn der eine das, sorry, wenn der Dust durch ist. Das ist gut. So soll es nämlich sein, um produktiv Ressourcen zu bekommen. Hier können wir an- und ausschalten. Dann läuft das hier einfach alles leer und hier haben wir Zeug drin. Habe ich eigentlich auch ein Void Upgrade drin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da aber noch eins. Vier sogar. Ja, da haben wir auch eins drin. So soll das sein. Und hier auch. Gut, wir machen uns jetzt nochmal so einen Crafter. Ach, das war das mit den 6 Crafting Tablen. Und den 6 Redstone Fackeln. Und was brauchen wir noch? Dieses Teil hier. Ich habe irgendwie so einen doofen Husten. So, Crafting Table. Ach, der braucht auch Strom, gell? Und das ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den Strom runterkriegen. Und am besten wäre hier. Ja, von denen haben wir nur noch 4. Der muss nämlich ganz nach unten, der Strom. Das ist ungeschickt. Energy Conduit. Redstone und Eisen. So, 48 Ingwer ist schon mal gut. Hier müsste jetzt eigentlich, ach so, ich habe wieder ausgemacht. Hier können wir auch mal ausmachen. Dann wird hier nichts mehr nachproduziert. Jetzt können wir hier mal durchrennen lassen. Mal gucken, was da alles bei rauskommt. Halt, von denen hier brauchen wir noch welche. Energy Conduit. Nein. Ah, das war das mit dem Lehm. Und dafür brauchen wir Sand. Nee, nicht Sand. Dust, verdammt. Doch, Sand brauchen wir auch. Sand brauchen wir auch. Und Gravel. Und zwar... Ach. So. Okay. Gravel. Sand. Und... Klei. Die Schaufel eigentlich und die hat nichts drauf, dass der irgendwie Lack drauf hätte, dass da mehr raus droppt, leider nicht. Gut, dann wird das auch produziert.
dann müssen wir uns irgendwie von da unten hochbauen. Um die Ressourcen dahin zu kriegen. Weil ich würde gern unten die die Lootbags craften lassen. Aha. Der spuckt gleich 12 aus. Ist ja krass. Och nee, immer diese Lecks. Einmal 12 noch. Sehr gut. Ich hoffe mal, die Conduits reichen. Sollte eigentlich so sein. Na. Da rein. Sand da rein. Aufräumen. Aufräumen ist ein bisschen wichtig hier. Jetzt haben wir all viel zu viel Schrott hier drin. So, Moment, die Position brauchen wir noch, sonst kommen wir bei der Lava raus. 47. Und das hier ist 81. 47, 81. Also hier. Hä? Schon oben? Oh ja. Stimmt ja. Ich dachte, wir wären schon weiter unten. Ich bin gerade am Überlegen, ob das wirklich reicht. Dolle Schande. So, und wir sollten jetzt vielleicht, wenn wir uns da schon hochbauen, davon auch noch welche mitnehmen. Können wir nämlich endlich das Loch stopfen, was da unten schon Ewigkeiten ist. Und natürlich eins. So viele davon, das gibt's nicht. Was kann ich dagegen tun, verdammt Schande? Mein ganzes Diamantschwert geht nur für diese scheiß Slimes drauf.
Ich habe Hunger, verdammt. Fass ist schon voll. Sieht ganz so aus. So, lass mich mal kurz Peilung nehmen. Hier müssen wir hoch. Boah, zum Glück habe ich nicht gebaut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich reicht. Sieht nämlich im Moment nicht so aus. Doch, reicht. Haben wir Glück gehabt. Ich werde jetzt trotzdem mal oben noch Obsidian holen. Und hier den Boden unten fertig bauen. Obsidian haben wir nämlich noch ein bisschen bekommen. Item Conduits wollte ich noch mitnehmen. Da haben wir noch 17 Stück. Und dann kriegen wir nämlich bald automatisch Legendary Lootbags. Das ist dann ganz nice. Oh, könnt ihr mal abhauen, bitte? Irgendwas gegen diese doofen Dinger tun. Und wenn ich Spikes aufstellen muss.
Es wird wohl wirklich auf Spikes rauslaufen. So, Energie haben wir hier. Dieses Teil setzen wir hier rein. Ne, warte mal. Wir setzen den da drüben hin. Setzen hier eine hässliche Oberleitung hin. Damit wir Energie kriegen. Gut, Energie kriegt er. Und da kommt der nächste Slime. Verpisst euch doch einfach.